Scheiß Köppe drauf, Alter. Leute, herzlich willkommen zur offiziellen Zeremonie, zur Eröffnungszeremonie des 9. Festival of Lights. Guten Abend, Berlin! Unglaublich. Mein Name ist René Hieb. Ich habe das große Vergnügen, Sie heute durch diese kleine Eröffnungszeremonie-Show begleiten zu dürfen. Ja, und es ist wieder soweit, auch in diesem Jahr zum 9. Mal bereits, 12 Nächte lang
wird Berlin wieder international illuminiert und die Künstler werden unsere Stadt mit tollen Lichtideen wieder verzaubern. Im letzten Jahr hatten wir 2 Millionen Besucher. In diesem Jahr werden knapp 1 Million Gäste aus dem Ausland und auch aus Deutschland erwartet. Und wir denken, dass dieses Jahr sogar mehr als 2,5 Millionen Gäste unser Lichtspiel hier in Berlin in der Hauptstadt live miterleben wollen. Es ist ein Highlight im World Wide Web mit tollen, vielen, schönen Bildern, die ihr alle gemacht habt und die natürlich um die Welt gehen. Denn Berlin ist sicherlich die coolste Stadt Deutschlands und eine der schönsten der Welt. Und schön, dass ihr heute Abend alle hier seid. Herzlich willkommen noch einmal. Eines der größten Kultur- und auch Lichtevents, die es überhaupt in der Welt gibt, aber speziell hier in Berlin. Uns erwartet heute Abend eine spektakuläre Show und ich möchte Ihnen jetzt gerne zunächst einmal und euch 3 Gäste vorstellen, die dies alles auch möglich machen, dass Berlin so schön strahlt und illuminiert ist, wie auch in diesem Jahr wieder. Bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich CEO der SLB Asset Management, die Chefin vom Potsdamer Platz sozusagen, Frau Barbara Knoflach. Hier kommt der Sprecher des regierenden Bürgermeisters von Berlin, der natürlich derzeit in harten politischen Sondierungsgesprächen ist und heute Abend leider nicht hier sein kann. Wir freuen uns über den Besuch von Dr. Meng. Schön, dass Sie da sind. Und bitte einen großen Applaus. Diese Dame, es ist ihr Baby, ihr Herzblut, ihr Festival. Hier ist die Initiatorin des Festival of Lights, Miss Birgit Zander. Frau Knoblauch, lassen Sie uns über das Zuhause hier am Potsdamer Platz ein bisschen sprechen. Zum 4. Mal sind Sie bereits die Gastgeberin. Wie stolz und wie glücklich macht Sie das, dass es auch in diesem Jahr wieder das Zuhause des Festivals of Lights ist? Super stolz. Also Sie haben es gesagt, das hier ist der coolste Platz Berlins. Und wir haben hier nicht nur die moderne Architektur, wir haben jetzt auch noch die modernste Kunst. Wenn wir hier mal rüberschauen, noch ist es dunkel, aber in knapp 20 Minuten wird alles illuminiert sein, das für die nächsten 12 Nächte. Was sind die Besonderheiten und auch der künstlerische Wert, der uns vielleicht in diesem Jahr hier verzaubern und was dürfen wir erwarten? Also Birgit hat sich dieses Jahr übertroffen. Wir haben hier gleich super Lasershows. Wir haben hier diese Naturillumination mit diesen grünen Stäben, die Sie dort sehen. Da lassen Sie sich gleich überraschen. Dann haben wir hier gleich ein Rundum-Spektakel. Und danach gibt es eine Liebeserklärung an Berlin. Das geht hier runter. Und dann kommt so in der Mitte ein echtes Highlight. Nämlich ein interaktives Spiel. Sie alle spielen bestimmt gerne. Alles Mögliche. Ich auch mit meinem kleinen Sohn. Und das können Sie hier live an der Hauswand machen. Und das 12 Tage lang. Also wir freuen uns, wenn Sie das zahlreich und ihr zahlreich hier besucht. Vor allen Dingen freue ich mich, so viele junge Leute hier. Bitte mal alle, die noch unter 18 sind, die Arme hoch hier. Leute, großartig, schön, dass ihr da seid. Dr. Meng, ich meine, wenn man solch ein Bild sieht mit so vielen jungen Leuten, speziell in Berlin, die Strahlkraft eines solchen Festivals international in die Bedeutung für die Stadt, wie würden Sie diese bewerten? Das ist aber gut drauf. Strahlt auch gerade durch die vielen jungen Leute, die wir in der Stadt haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sehe aber auch, und das ist etwas, was mich besonders freut, sehr viel Aufmerksamkeit in diesem Jahr international. Ich sehe internationale Journalistinnen und Journalisten hier. Ich sehe Botschaftsvertreterinnen und Vertreter hier. Da geht eine Idee um die Welt. Und ich glaube, auch das ist eine tolle Werbung für Berlin. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Stadt das unterstützt. Der Senat sich jedes Jahr freut über so eine schön erleuchtete Stadt. Birgit, du hast ein ganzes Jahr mit deinem Team gearbeitet, geackert. Was muss es für dich heute für so einen Moment sein? So viele Menschen, kurz bevor es gleich losgeht mit dem Startsignal, so viele Menschen hier bei der Eröffnung auf dem Potsdamer Platz zu sehen. Das ist Rekord, meine Liebe. Das ist echt unglaublich großartig und für mich ist dieser Tag, diese Eröffnung wirklich einer der bedeutendsten Tage im ganzen Jahr. 9 Jahre Festival of Lights, ich glaube es echt selber nicht. Und ich kann nur allen von ganzem Herzen danken, vor allen Dingen allen Partnern, allen Förderern, allen Sponsoren, den Künstlern, den Technikern, den Prominenten, allen, die wirklich diese Idee mittragen. Die Leuchten,
dieses Jahr noch mehr. Es haben sich neue Vereine gegründet, wir haben Initiativen von Unternehmen und wir alle gemeinsam, Herr Dr. Meng, das ist einfach wirklich nochmal wichtig auch zu sagen, wir alle bereiten Berlin dieses Festival, wir machen es für Berlin mit ganz viel Herzblut und Ehrenamt und all dem und wir sind international im Fokus gerade und das macht mich unglaublich stolz und glücklich. Sie möchten gerne was dazu sagen, gerne, Doktor. Es ist für Berlin wichtig. Es ist natürlich nach außen wichtig, weil es zieht Menschen hierher. Aber es ist auch für uns selber wichtig. Wir sehen unsere Stadt gerade in dieser Dunkelheit, die wir uns ja nicht gerade herbeiwünschen, in einem anderen Glanz und jedes Jahr in einem anderen. Das ist Stadt des Wandels pur. Und das ist das, was wir unter Berlin verstehen. Also die Idee passt auch zu Berlin. Birgit, ganz kurz, die Highlights in 2013. Kannst du die mal kurz zusammenfassen? Ja, natürlich hier, wie eben schon angedeutet, der Potsdamer Platz. Wir präsentieren künstlerische Inszenierungen. Musik und Kunst steht im Vordergrund. Der Potsdamer Platz wird zum Kunstschauplatz der modernen Kunst. Aber auf dem Brandenburger Tor gibt es wieder ein Videomapping, eine künstlerische Umsetzung vom Leben in der Stadt von unserer Metropole Berlin. Auf dem Hotel de Rome erstrahlen die Altenmeister, das Palais am Festungsrahmen ist dabei. Viele, auch das Schloss Charlottenburg, viele Wahrzeichengebäude, Plätze, Botschaftsgebäude, viele Events. Wir haben ein riesengroßes Programm vorbereitet für Sie und gemeinsam mit all den Unternehmen und all den Vereinen und all den Initiativen lassen wir die Stadt strahlen. Das sind, glaube ich, zusammengefasst die Highlights. Es gibt in den Arkaden ein Programmheft, wer es noch nicht hat. Dort steht alles drin, was in dieser Zeit leuchtet. Und wenn man so hier in die Stadt hineinschaut in den nächsten 12 Tagen, merkt man, dass das große Interesse ist da natürlich nicht nur national, sondern vor allen Dingen international. Wie sind diesbezüglich deine Visionen, deine persönlichen Bürger? Ja, das finde ich besonders schön, weil sich immer mehr internationale Künstler beteiligen. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt und vor allen Dingen in diesem Jahr sogar auch Grüße bekommen, Partnerstädte. Wir sind wirklich mit der Welt vernetzt. Und meine Vision ist diese Idee, die wir eben so schön auf den Punkt gebracht haben, um die Welt zu bringen, das Licht von Berlin aus auch in andere Städte zu schicken, um einfach Kunst und Kulturen und Menschen und all das international zu verbinden. Das werden wir ab nächstem Jahr starten, sodass wir nächstes Jahr hier nochmal eine richtig, richtig große Show zum 10-jährigen Jubiläum haben. Frau Knoblauch, Sie freuen sich darauf schon drauf, oder? Und wir freuen uns natürlich alle auf diesen großen Moment, aber das, was du gerade angesprochen hast, wollen wir uns dann gerne auch in Bild und Ton einmal anschauen. Denn wir haben Grüße eingesammelt, liebe Freunde, aus aller Welt. Und wo das Festival of Lights international mittlerweile schon überall angekommen ist, es ist fantastisch zu sehen. Hier sind Grüße weltweit von den Partnerstädten für euch heute Abend. Thank you.
überall in der Stadt, liebe Freunde, macht schon mal die ersten Fotos, leuchten nun diese großartigen Illuminationen. Und soon kommt jetzt ein absoluter Weltstar. Sie ist ein Teil der Weather Girls. Vor kurzem noch sang sie für Mr. Obama, den amerikanischen Präsidenten. Heute Abend nur für euch, nur für uns. Please welcome mit ihrem Song Change the World, Miss Ingrid Asser. Brandenburger Tor und Schloss Charlottenburg sollte man vielleicht heute Abend auch schon mal vorbeifahren und sich das anschauen. Wir möchten uns auch im Namen der Festivaldirektorin Birgit Zander nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr heute Abend hier alle zum Potsdamer Platz gekommen seid. Vielen Dank an die Unterstützung beim RBB, vielen Dank an unsere VIP-Gäste, vielen Dank an euch alle, ich wünsche euch eine tolle Nacht und viel Spaß in den nächsten 12 Tagen beim Festival of Lights. Herzlichen Dank, einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Wenn der Brandenburger Tor und